überall schlechte bis sehr schlechte Bewertungen kriegt, ist das nicht gut, oder? Ich habe mir sowas schon gedacht, aber ist auch nicht. Ich habe hier vergessen, einen Zug zu bauen. Da ist noch eine Linie, die nicht befahren wird. Ist vorbei, ist schon zu spät. Chance mehr, ist aus. Ich hasse Fahrzeuge. Sie werden es niemals schaffen, den ganzen Scheiß abzutransportieren. Ich sehe das schon. Ja, ist so schlimm bei dir? Ja. Schlecht. So schlimm ist das. Jetzt liegen sie richtig los. Naja, nicht wirklich, ne? Strecke. Ha? Nicht wirklich, ne? Was bei dir nicht sagst? Wer? Läuft bei dir nicht? Nee. Es könnte besser sein. Alles suboptimal hier. Was gehört, da war ein Frosch oder sowas. Ja, ist geplatzt. Der Frosch? Ah. Ich hatte ein hartes Leben so als Frosch, ne? Traurig, wenn man da platzt. Muss man aufpassen. Ja, aber ich sowas von. Vorbei und zertritt ihn einfach.
schönen Dampfloks hier. Wird keine Diesellok gekauft, gibt nur Dampfloks. Ja, das Geld fließt. Es fließt. Ja. Bei mir auch so aus. Ich muss zwar hier immer ab und zu mal ein paar Kinderkrankheiten bekämpfen, aber das ist alles harmlos. Damit kann ich noch leben, weißt du. Sind so Sachen, die überlebe ich. Alles anschließen. Alles anschließen. Dein Zug macht hier Minus. Wieso? Ach, die akzeptieren auch keine Ware mehr. Mann, ey. Warum tun die mir das alle an hier? Kackfahrer. Stau! Hier ist ein großer Stau, nur weil der olle Zug, der keine Ware mehr hat. Gab er nicht. Ich bin jetzt im Depot eingemördert, bis ich hier wieder Ware loswerde. So eine Kackwurst. Echt absolut ärgerlich. Sachen reparieren. Es bewegt sich nicht.
sehr traurig hier. Was tun? Weiß nicht, was ich tun soll. Geld verprassen. So. Fließt jetzt wieder alles langsam. Jetzt auch Wahn anschauen. Sieht jetzt zwar noch verwirrender aus als vorher, aber naja.
Verwirrend ist gut. Würde ich auch noch mal was sagen, sonst zieh nichts aus. Hä? Hä? Bäh, wer bist du, Mann, Alter? Hey, Mucki, Mann, ich hoffe da. Hm? Bäh? Was ist mit dir los, Mann? Ich bin bei der Stadt schon wieder in der Gunst gestiegen, nur noch auf schlecht, nicht mehr auf fürchterlich. Furchtbar sogar. Ah, ich hab mich verbessert. Glaubst du es? Also ich bin bei meinen Städten bei sehr gut. Und hier wäre eher schlecht. Okay, aber naja. Ein Chaos ist das hier. Es funktioniert irgendwie alles, aber es ist das totale Chaos. Ja, du hast fast doppelt so viele Moneten wie ich. Ich hab irgendwas total falsch gemacht. Ich dachte, du hast fast doppelt so viele Moneten wie ich. Also vom Firmenwert her. Ich weiß nicht, was du getan hast. Ja, ich. Aber du hast ja auch mehr Fahrzeuge, mehr Flugzeuge. Ich hab zu lange mit meinen komischen Scheißhaufen hier rumgebastelt.
mir gerade auf. Neuer Zug. Schön durchziehen. So, dann ist die Frage, was will ich davon da haben? Ich glaube, ich jetzt hier ein Stück von erstmal abreißen. Und dann das da einfach so reinziehen. Ja, kann man machen. Ja, es ist nichts Neues. Dann zieh ich den hier hoch. Schön lang. Ja, zieh ihn mal hoch und dann schön lang ziehen. Ja, es muss sich richtig lohnen. Also erst hochziehen und dann auch richtig lang ziehen. Ah, die Saudi. Dann zieh ihn hier einmal drüber. Dann ziehst du ihn auch noch drüber. Ja, zieh mal drüber, aber es ist immer besser, wenn du einen drüber ziehst. So, und da wird es jetzt aber ein bisschen eng, da weiß ich noch nicht, wie ich ihn lang ziehe. Das wird auch heikel. Weil du für ihn durchziehst? Nee, ich muss ihn da reinziehen, also muss er in den Bahnhof rein, weißt du? Und er muss in den doppelten Bahnhof rein, alles klar. Alles hier ein bisschen verplant, ne? Dann schieb ihn mal in den doppelten Bahnhof rein. Muss ich jetzt alles ein bisschen umplanen. Ja, ja, ich weiß, ihr seid jetzt alle verwirrt, weil ihr nirgendwo reinfahren könnt. Nirgendwo mehr reinpassen, ja? Der doppelte Bahnhof ist schon zugestellt. So, aber wir kriegen das jetzt da rein. Dann nehme ich hier oben ein bisschen so rumgemurschte und dann nochmal so einen schönen Bogen und dann ist er drin.
So sieht das aus. Damit kann ich leben. So. Schnappen wir das alles wieder weg. Sauber machen, durchziehen, doppelte Bahnhöfe. Oh, oh, oh. Ganz schöner Schweizkram bei dir. Gibt's auch noch Ampeln bei den Bahnhöfen, ja? Das ist jetzt hier meisterhafte Transportstrecke, ja? Wenn die Ampel rot ist, darf keiner in den Bahnhof rein. So. Ich bin schon froh, dass hier momentan nichts explodiert ist. Beim doppelten Bahnhof sein. In die andere Richtung. Vorsichtig die Ampel abreißen. Und dann werde ich hier so rum aufstellen. Und dann wird er schön lang gezogen. Damit du ihn durchziehen kannst. Durchgehend lang gezogen werden. Durchziehen, langziehen, Querfeld einziehen. Ich ziehe nur mal lang. Kein Problem mit. So. Das ist hier schon nicht das Richtige. Da ist jetzt natürlich ein bisschen Kladderadatsch. Klabatsch? Der muss hier weg. Der muss weg. Und alles kann dann weg. Dann kriegt er die schöne Ruhe. Dann kann ich den ganzen Schrams hier abreißen. So sieht das doch gut aus. Die Stadtverwaltung erlaubt mir nicht, das alles abzureißen. Ich wollte da gerade einen großen, riesigen, monströsen Flughafen entsetzen. Ist ja nett. Ich finde das nicht sehr nett von denen.
Als wenn sich nicht jeder über so einen wunderschönen, monströsen Flughafen freuen würde. Riecht nach Tunnel, ich sag dir das. Ja, das riecht nach Tunnel. Aber nicht so ein komischer Tunnel, oder? Ja. Flughäfen, soweit das Auge reicht. Ach, du kutschst dir noch mehr Öl ran, ja? Schönes Ding. Ja, das nenne ich doch mal ein schönes Ding. Oh, herrlich. Finde ich gut. Der Flugverkehr in deiner Region ist soeben verbessert worden.
Mehr Flugzeuge. Neue Wertanlage. Flugzeuge. Ich nenne das mal optimierten Flugverkehr. Jetzt landen bei dir nicht alle paar Minuten mal einer von diesen Schrottfliegern. Jetzt landen alle paar Sekunden Flieger. Ja, da ist auch Flughafen in den Schloss zu kommen. Ich find's gut. Ich find das richtig klasse. Es geht hier um Massenabfertigung, mein Sir. Ah, meine Flieger rücken an. Die Fliegerstaffel kommt. Ha? Was machst du auch? So, ich würde mal sagen, ich finde mir ein neues Projekt zu. Das hier ist doch schon alles recht abgeschlossen. Der lauter steht miteinander verknüpft. Ja. So, ein bisschen Werbung gemacht, jetzt sieht das wieder ganz gut aus. Ja, du hast jetzt meine Flieger unterbunden, das ist natürlich sehr unfreundlich von ihm. Sonst hätte ich dich jetzt fett überholt. Aber schlecht.
müssten da jetzt eigentlich eine Flak installieren, um den Flieger abzuschießen. Ja. Ah, ich denke, ich sollte das jetzt hier aktivieren. Drei richtig krankhafte Minen erstellen. Tüttelü. Mach hier den Scheiß. Schön.
Irgendwie ist mein Filmvermögen immer weniger geworden jetzt. Was hier los ist. Ich habe da zwar eine Vermutung, aber. Was ist das? Ist denn das alle Jahr bald vorbei? Ach, wir haben schon November, gut. Schnell ist dann auf die durchgedrückten Flugzeuge ohne Ende. Was? Stimmt doch gar nicht. Die paar Flugzeuge. Automatische Wartung an, das ging doch auch irgendwo, oder? Einstellungen? Und vorher eingestellt haben. Es passiert nichts mehr, es passiert nichts mehr. Ich glaube, mein Spiel ist abgekackt. Oh, doch nicht. Katastrophen an! Ich habe mal die Katastrophe. Logistik oder ist da? Nein. Wo ging denn das? Muss mir erzählen, wo das ging. Das kannst du noch vorher im Spiel einstellen, habe ich gerade schon gesagt. Ach so? Jetzt muss ich meine Scheißfahrzeuge selbst warten? Sieht wohl so aus. Jetzt ist das Jahr vorbei, produziere ich jetzt wieder Geld? War doch nicht. Es ist vorbei. Ich sterbe. Flugzeuge haben trotzdem noch Plus abwirtschaftet, das obwohl sie eigentlich nur die Hälfte von denen funktioniert, finde ich gut. Was ist denn los bei dir? Es geht zu Ende, es geht einfach zu Ende. Aber es ist auch schon spät, also ich denke, wir können hier auch Schicht machen. Es reicht. Du hast mich sowieso ruiniert. Du hast meine Flugzeuge alle vernichtet. Meine ganze Flugstaffel platt gemacht. Nutzlos. Das sind das, ich weiß nicht, ich glaube, das sind mindestens 6 Flugzeuge, die einfach mal nutzlos sind. Wenn nicht noch mehr. Nutzlos. Einfach. Oh, ich krieg wieder Passagiere. Ich fasse es nicht. Es geht wieder bergauf. Oh, meine Flugzeuge können Geld produzieren. Es ist unglaublich. Du bist
Also hier steht zwar immer noch, du hast die exklusiven Transportrechte in der Stadt erworben, aber ich habe trotzdem gerade Passagiere auf meinem Flughafen gehabt. Die haben sich wohl auch gedacht, ach, bei dem komischen Billig-Airline da mit ihrem Schrottflugplatz, da wollen wir nicht mehr fliegen, wir gehen jetzt in die Luxusklasse. Bist doch ein Spinner, ey. In die Luxusklasse, das geht so aus. Naja? Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Ende machen wird, brauche ich ja dieses kleine Megaprojekt gar nicht mehr anfangen. Nee, musst du nicht mehr anfangen. Was auch immer du vorhast, du musst es nicht mehr anfangen. Ja, das wird, glaube ich, noch ziemlich stressig, das alles so umzubauen, was ich am Anfang für einen Schwachsinn gebaut habe. Tja, der weiß nicht, ob du speichern willst. Ich dachte eigentlich. Und schichten will. So, du sagst, ich soll nicht speichern, aber ich dachte eigentlich. Welche tun sie das doch? Sekunde, ich baue nur noch ein Stück Schiene. Meine Züge wieder vernünftig arbeiten können. Ja, ich muss das hier wieder korrigieren, das hat alles schon nicht funktioniert. Ich hoffe, dass jetzt alles richtig ist. Sieht besser aus wie vorher. Ja, ich denke, dass ich würde sagen, ich denke, dass ich jetzt speichern werde. Aber ich habe lieber gesagt. Das war auch irgendwie korrekt, oder? Ja, auf jeden Fall. Passt schon. Und ich speichern. Spiel speichern. Der Rambazamba speichern. Gut, damit würde ich sagen, wir bedanken uns zumindest bei den Leuten, die zugesehen haben, falls ich das überhaupt in der vollen Länge hochstelle. Ich denke mal, ich werde das sehr beschneiden. Schneidern. Das sind doch jetzt schon locker 3 Stunden. Warte, das kann ich dir sagen. Bei nein, wir sind bei 2. Nein, noch nicht ganz, es sind noch 4 Minuten. Also dann sind wir bei 3 Stunden. Also ich werde es auf jeden Fall zurecht schneiden noch. Wir bedanken uns trotzdem bei allen, die zugesehen haben. Falls ich das überhaupt dann angucke. Und dann würde ich sagen, auf zum nächsten Mal, Kameraden. Und